Was muss ich jetzt machen? Ah ja. Ich verstehe, lang aber sicher. Ja, erwischt. Er hat ihn! Stelle dich dem Archon! Der Archon nannte dich Schreiber. Ich bin Yamaera. Einst war ich der oberste Schreiber hier in der Elfenbein-Zitadelle. Ich habe vergangene und gegenwärtige Dinge aufgezeichnet. Und auch die sich immer ändernde Zukunft. Denn ich habe das zweite Gesicht. Durch die Augen anderer zu sehen, ist eine Gabe, die nur wenige Engel tolerieren. Selbst die Höllenwache hat ihre Geheimnisse. Der Archon will sie wissen. Doch er hat zu viel gesehen. Aha, wurde man von ihm hierher geschickt, nur um von ihm wieder zurückgeschickt zu werden, quasi. Was ist denn das mit dem Verderben hier nun? Das Verderben hat all das angerichtet? Nein, es gab eine Schlacht. Ich kann sie noch immer sehen. Der Archon bekämpfte die Verdorbenen. Seine Schläge ließen die Stadt erzittern. Bete, dass du weitaus besser als Stein bist, wenn er sich in deiner Zukunft findet. Okay. Der Archon. Wie konnte der Archon den Verderben anheimfallen? Etwas Dunkles schlug in ihm Wurzeln. Es benutzte ihn als Marionette, um den schwarzen Hass zu verbreiten. Es sagt vielleicht viel aus, dass wir den Unterschied nicht erkennen konnten. Okay. So, wo geht's jetzt wieder raus hier? Okay, wo ist denn der Ausgang? Gibt's überhaupt einen Ausgang? Ich glaube nicht. So, Schande der Ketzerei. Jetzt müssen wir den noch erledigen hier. Du hast den Schreiber besiegt, während er um Gnade winselte. Hat er die Wahrheit hinter den Lügen des Archons enthüllt. Reise zurück zum Kristallturm und befreie den verdorbenen Archon von seinem Leben und dem Engelschlüssel. Ja, er hat uns also hergeschickt. Und ja, wir müssen den gleich den nächsten erledigen hier. Ja, das war's denn mit dem Typen hier. Richte uns nicht, Reiter. Das Verderben kommt, selbst für die Gerechten. Ah, wenn du was sagst. Oh, hier haben wir jetzt den erledigt. Da haben wir den ganzen Turm sonst gemacht. Weil der blöde Typ da uns wohl vereimern wollte. Ja gut, muss ich jetzt Weltkarte zurück und dann den jetzt hier erledigen, ne? Kristallturm. Kann ich einfach nicht da eben hin. Ja. Da können wir müssen sofort hinkönnen. So. Der Kristallturm, mir direkt vor der Nase ist er jetzt. Eigentlich müsste ich mal. Ja, Vulgum hat ja keine Dinge. Leider Vulgum hat ja keine Heiltränke. Aber ich versuche jetzt mal.
den Typ nochmal zu erwischen, diesen Engel. Der müsste ja eigentlich welche haben. Der müsste ja noch welche haben. Mittlerweile wieder welche haben, hoffe ich. Ich hoffe, dass er mich aufgestockt hat in der Zeit. Warum man das macht, keine Ahnung. Aber wir brauchen bestimmt welche. Ich glaube nicht, dass wir eine einzige Chance haben. Ohne Heiltränke. Ich habe alles, was ein Engel braucht. Ja, wir meinen Heiltränke. 10 Stück. Viele Hände. Genug ist genug. Naja, ich hätte gerne mehr, aber ich kann nicht mehr ertragen. So, jetzt kann ich nur einen mitnehmen. Nicht so kann es gehen. So, und voll und aufgestockt. Nicht der ganze Himmel ist gegen dich. Ja, aber eine der Hauptpersonen ist jetzt gegen mich. Oder ich bin jetzt eher gesagt gegen ihn. Ich bin nämlich ich mag es nicht, wenn man mich anlügt. Das bringt nämlich nur Tod überein. Ja. So, jetzt machen wir mal den Typen platt. Dem Archon. Wo soll man eigentlich verarschen lassen hier? Den machen wir mal platt hier, den Typen hier. Hält sich für besonders schlau. Für super schlau hält er sich. Ja, da werden wir jetzt mal was erzählen. Wenn er der Meinung ist, ernsthaft zu meinen, er könnte uns hier irgendeinen Scheiß erzählen, irgendeinen Scheiß mit uns machen. Nee, du. Wo ist er denn? Ah, da. Nein! Der Schlüssel, Archon. Ich weiß, dass du ihn hast. Er gehört mir! Nein. Obwohl er wollte, dass ich es tue, konnte ich den Schlüssel nicht vernichten. Sicherlich verstehst du, Reiter. Ich tat, was ich tun musste. Den Quell öffnen. Den Schlüssel beschützen. Vor den Fragen, die sich stellten. Und vor dir. Mhm. Nur ich darf den Schlüssel tragen. Oh. Aua, das tut doch weh. Möge das Licht von allem, was dir heilig ist, dich vernichten. Oh. Jetzt trifft er mich. So. Was hast du vor? Ich glaube, das ist eine miese Idee. So. Jawohl. Aber er schlägt zurück. Nein, noch nicht. Stirb, damit du wiedergeboren werden kannst. Komm her, hä? Kein Problem. Oh, das hat weh.
Hui! Jetzt aber! Na ja, keine Angst! Mit einer zu! Jawoll! Engelschlüssel! Der heilige Schlüssel gewährt Zutritt zum Quell der Seelen! Jawoll! Kehre zum Krähenvater zurück! Yes! Das war's! Das war's! So. Cool! Ja, nicht für ganz gut eigentlich, ja, aber haben trotzdem welche gebraucht. So, ich wollte ja auch, glaube ich, eigentlich nochmal hier hin zurück. Bevor wir mich zurückgehen zum Krähenvater, zum Quell der Seelen, ja. Da wollen wir ja noch hin. Ja, ich wollte jetzt noch zu dieser Gruft. Weil die müsste ja, die haben wir ja schon gesehen. Hier ist ja auch nichts weiter mehr. Ach, ja, so gehört sich das. So, ich will jetzt noch hier rein in den Laden. Ja, so. Mal das mal. Buch hat noch mehr Seiten und Wulgrim noch mehr Schlüssel. Ach so, ja, ich muss erstmal zu Wulgrim. Genau, ich muss halt mich einlösen. Stimmt ja, ich kann ja noch gar nichts machen hier. Ich muss erstmal zu Wulgrim und denen erstmal sagen, dass ich das dritte Kapitel habe. Mittlerweile. Müsste ja eigentlich sein. Haben wir ja ein paar Seiten so gefunden auf der Erde und so, ja. Also. Müssen wir mal zu Wulgrim reiten. Halt die Taste. So, so. Da. Oh, alter Freund. Naja. Hierher. Ja, hallo. Na, Wulgrim. Wie geht's so? Was treibst du? Was treibst du so? Neue Waren, wenn du die Münze hast. Was treibst du so, hä? Du Wulgrim. Was will ich eigentlich machen hier? Genau. Kapitel des Buch der Toten. Ein Schnäppchen. Klauenschlüssel, du hast einen Klauenschlüssel eingesammelt. Bring ihn zum Grab von Ölklickt, um große Schätze zu finden. Jawohl. Wieder zurück. So. Okay, wir sind fast am Ende schon. Kommen nicht mehr ganz so viel. Weil wir jetzt mittlerweile schon, ja, dritte Gruft schon offen haben hier. Oder eröffnen werden, aber immer so. Und, ja. Relikte haben auch schon fast alle. Steine haben auch noch fast alle. Also. Kommen nicht mehr viel. Aber noch sind wir nicht fertig. Noch haben wir noch ein paar Aufnahmestätten vor uns, so. Ah ja, das freut mich doch. Oh, Truhen. Todesgruft. Cool. Hätte ich vielleicht einfach mal greifen sollen. Ja. Naja, gut, immer gestorben in der Todesgruft. Wie es sich gehört. Ja, deswegen, wenn es auch tot ist, können wir auch hier entsprechend dafür sorgen, dass wir. Schatzsucher-Talisman. Der Dämonenhändler Wulgrim hat den Schatzsucher in einer lang vergessenen Gruft in den toten Ebenen gefunden. Er besitzt eine unerklärliche Verbindung zur gesamten Schöpfung und kann ungewöhnlich wertvolle Schätze zielsicher zu seinem Besitzer heranziehen. Immer wenn der Träger dieses Talismans einen Feind erschlägt, besteht eine geringe Chance, dass ein mächtiger Gegenstand erscheint. Das klingt doch gar nicht mal so übel. Jetzt mal ehrlich. Das klingt cool.
Besser als das andere Zeug. Rohrensucher. Komm her. So. Interessanter wäre eigentlich so ein Talisman, was mir Dinger identifiziert. Diese ganzen Art Relikte und so anzeigen. Das wäre cool. Wie bei Dark Souls 1 sowas, ja? Was ist das denn hier? Ich kann nicht. Unmöglich. Hab ich so. Ah. So. Ich kann nicht. Unmöglich. Ich wollte aber den haben, danke. Ja, Zauntränke brauche ich ja nie. Lief es auch ganz gut ohne. Gott. Ja, los, kriegen wir richtig was hier? Kriegen wir richtig was dafür? Was war hier? Einmal guten Tag sagen. Wow. Die war stärker. Das ist ja mal was. Das ist eine Wirkung stärker, aber. Naja. Hier. Keule, Keule, Keule. Aber alles nicht wirklich besser als das, was wir haben, leider. Auch nicht so wirklich überragend. War nicht ganz viel Zeug, aber nicht, was man brauchen könnte. Mal ehrlich ist. Okay. Dann war es das jetzt hier. Dankeschön trotzdem. Ich weiß nicht, ob ich an die eine Münze da rankomme, die ich mal am Anfang da hatten. Ah, dran ziehen. Aber wir machen mit dem Greifer, mit dem Patschenhandschuh ran, ja. So. Okay. Dann machen wir mal hier und dann. Na, ich hätte auch einfach schnelle Reise machen können. Ist ja nichts weiter. Bob. So, Baum des Lebens. Gleich hin. Oh, da sind wir ja schon. So! Ah, naja, der Krähenvater. Ich habe den Engelsschlüssel. Dann nähert sich deine Aufgabe langsam ihrem Ende. Wie ich kann gesagt. Den Weg öffnen, Tod. Aber du musst den anderen Schlüssel finden. Den Dämonenschlüssel. Ja, geh leichten Fußes. Dort gibt es nichts als Schatten. Kleine Ketzerei, geh nach Schattenrand. Das ist unsere Aufgabe, gehen wir noch hin. Hat er noch was zu erzählen hier? Ich werde hier bleiben. Beim Baum solltest du mich brauchen. Okay, gehen wir mal direkt zum nächsten. Dann müsste der Aufgabe abgeschlossen sein. Der Arkon. Ja, es geht aber gegen das Böse. Das heißt ja, die sind so böse, also. Können wir da nicht auf Verständnis hoffen? Oh. Können wir uns eh gleich Portal nach Schattenrand. Und ab die Post. Ab die Post. Mal gucken, was jetzt erwartet hier. Also, Baum des Todes, mal wieder. Ihre Königin. Das ist die nächste Aufgabe. Kleine Kazerne ist abgeschlossen. Das heißt, wir haben hier eine neue Hauptaufgabe abgeschlossen. Wir haben die neue erhalten. Schande der Ketzerei steht hier auch. Schattenrand. Das Reich der Dämonen und die Heimat des gefürchteten Samael. Ach Gottchen, du bist doch angekommen, um nach dem Dämonenschlüssel zu suchen. Samael, guck mal alle an. Erkunde Schattenrand, finde heraus, wer da was Schattenrand bewohnt. Na, Samael wahrscheinlich. Hahaha, hätte ich nicht gedacht. Ja, das ist unsere Aufgabe beim nächsten Mal. Hier machen wir, also hier höre ich also auf. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, denkt an das Feedback. Und ja, bis zum nächsten Mal.